Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Gibt es Fragen zu den formalen Hinweisen? Ich sehe jetzt keine. Dann würde ich einfach mal ins Thema starten. Dazu gebe ich kurz meinen Bildschirm frei. Genau, also ich hole Sie jetzt einfach ab zu der Situation, von der wir als Grüne im Remstal im Prinzip gestartet sind und warum für uns das Thema Remsbahn und wie machen wir die Bahn im Remstal fit für die Zukunft doch unter den Nägeln brennt. Viele von Ihnen werden vielleicht wissen, wir als Grüne haben dafür gesorgt, dass das Land mit der Fortschreibung des Klimaschutzgesetzes auch im ÖPNV sich sehr ambitionierte Ziele vorgenommen hat. Man muss wissen, der Verkehrssektor trägt nicht nur maßgeblich zu den CO2-Emissionen bei, sondern die CO2-Emissionen im Verkehr sind in den letzten Jahren sogar angestiegen, anstelle zu sinken. Zwischen 1990 und 2020 haben wir rund 8% Steigerung der CO2-Emissionen im Verkehr gehabt. Und das kann einfach so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundlegende Mobilitätswende. Und eben um diese zu erreichen, wurden für den Verkehrssektor durch das grün geführte Verkehrsministerium konkrete Ziele für einzelne Verkehrs- und Mobilitätsbereiche definiert, um diese Mobilitätswende zu erreichen. Im ÖPNV ist das insbesondere das Ziel, dass wir bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 2010 die Fahrgastzahlen verdoppeln wollen. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen als Grüne im Land vorangetrieben. Beispielsweise gab es eine ÖPNV-Kommission, die ein Jahr lang an einer Strategie gearbeitet hat mit sehr hochkarätiger Besetzung, mit Universitäten, aber auch mit Praktikern aus den Verkehrsunternehmen, den Verbünden, aber auch den Gewerkschaften und den Verkehrsverbänden, beispielsweise den VDV und den WBO. Und die Ergebnisse liegen jetzt vor, werden jetzt in den nächsten Schritten in Dialogveranstaltungen im ganzen Land vorgestellt, werden dort diskutiert. Und auf die Weise wollen wir eben möglichst viele in der Gesellschaft, aber auch viele in den Kommunen, die ja als Aufgabenträger des ÖPNV eine ganz maßgebliche Rolle, die Landkreise eine ganz maßgebliche Rolle spielen, bei der Umsetzung dieser Mobilitätswende, die wollen wir dazu abholen. Und für uns im Remstal ist eben die Remsbahn das zentrale Rückgrat des ÖPNV hier bei uns. Es hat ganz viele Verbesserungen in den letzten Jahren auf der Remsbahn schon gegeben. Wir haben 2019 den Wechsel gehabt von der DB Regio, die im Ausschreibungsverfahren, das übrigens keine grüne Erfindung ist, sondern die Ausschreibungsverfahren werden von der EU inzwischen vorgegeben. Und die DB Regio hat sich aufgrund formaler Fehler disqualifiziert dort im Bewerbungsverfahren oder im Ausschreibungsverfahren und letztlich zum Zuge gekommen. Auf der Remsbahn ist dann der Anbieter Go Ahead. Und wir haben deutliche Qualitätsverbesserungen, Angebotsverbesserungen mit diesem Betreiberwechsel gehabt. Ich sage auch gleich nochmal was zu dem holprigen Start. Aber zunächst mal ist es so, dass wir inzwischen einen Halbstundentakt zwischen Stuttgart und Aalen haben. Wir haben Metropolexpress-Züge als völlig neues Konzept hier auf der Remsbahn. Eigentlich eine großartige Sache, weil all jene, die hinter Schorndorf wohnen, jetzt eine Möglichkeit haben, eine schnelle Verbindung bis nach Stuttgart zu bekommen. Wir haben aber auch an den Zügen was gemacht. Das Land hat die Züge selber praktisch beschafft und liest sie an die Verkehrsunternehmen und hatte dementsprechend auch Einfluss auf den Komfort in den Zügen. Wir haben WLAN, wir haben jetzt Steckdosen an allen Plätzen, wir haben funktionierende Klimaanlagen, die Barrierefreiheit ist besser geworden. Wir haben wesentlich bessere Raumaufteilung mit mehr Platz für Gepäck und auch mit mehr Zweckbereichen. Neben diesem Ausbau im Hinblick auf diesen Halbstundentakt im Metropolexpress-System haben wir neue IAE-Verbindungen zwischen Stuttgart und Aalen geschaffen, die im Zwei-Stunden-Takt unterwegs sind und die zusammen mit dem Intercity, der dort schon fährt, einen Stundentakt ergeben mit einer direkten Anschlussverbindung nach Karlsruhe und haben darüber geschafft, auch den Raum hinter Schorndorf nochmal deutlich besser mit anzubinden. Zusätzlich ist die S2 auch durchgängig am Tag auf den 15-Minuten-Takt angehoben worden. Eine Sache, die der Verband Region Stuttgart natürlich als Aufgabenträger macht, indem wir aber als Grüne ja
sowohl über das Regionalparlament, aber dann auch als Gesellschafter des Landesgesellschafter im VVS durchaus Einfluss nehmen auf das Angebot des VVS. Wir haben also jetzt nicht mehr diese Pause, die wir bislang über Mittag hatten, in dem 15-Minuten-Takt, sondern durchgängig von 6 bis abends um 8:30 unter der Woche einen Viertelstundentakt. Die Qualitätsprobleme, die mit dem Betreiberwechsel anfangs verbunden waren, und jeder, der ein bisschen mehr im öffentlichen Verkehr arbeitet, weiß, dass das nicht ausbleibt. Die sind zwischenzeitlich behoben und mittlerweile ist die Qualität sogar, also insbesondere auch die Pünktlichkeitsqualität, sogar besser, als es unter dem alten Betreiber DB Regio gewesen ist. Das sind übrigens keine Auswirkungen allein von Corona, sondern wir haben ja mittlerweile doch wieder einen ordentlichen Zuwachs bei den Fahrgastzahlen. Und auch da lässt sich sehr gut beobachten, dass diese Qualität gehalten wird. Wir haben in der Zeit also Schwierigkeiten auf der Remsbahn, gab außerdem sehr großzügige Entschädigungsregelungen von Seiten des Landes gehabt, um Pendler eben für die Schwierigkeiten, die es zu Beginn gab, auch zu entschädigen. Heißt, wir haben schon sehr viel gemacht auf der Remsbahn. Aber jeder, der immer mal wieder mit Zügen auf der Rennbahn unterwegs ist, weiß, die Strecke ist schon recht anfällig für Verspätungen und es zieht häufig einen Rattenschwanz hinter sich her. Wir haben nach wie vor viel Verkehr auf der B29 und wer ab und zu dann, und auch das tue ich ab und zu mal, auf der B29 fährt, der merkt, der Stau vom Kabelbergtunnel, der wird wieder länger. Und die Gefahr ist natürlich ein bisschen, dass wir wieder eine Renaissance des Pkw-Verkehrs aufgrund von Corona kriegen werden. Wir haben erhebliche Einbrüche gehabt bei den Abozahlen. Es erholt sich langsam. Es bleibt eben abzuwarten, wie sich jetzt das Thema Arbeiten von zu Hause auch in der Zukunft entwickelt. Die Verkehrsunternehmen, aber auch das Land sind da dran. Und wir Grüne arbeiten an Konzepten, um zu gucken, wie man zum Beispiel über digitale Tarife in der Lage ist, da die Einnahmen auch zukünftig zu sichern und den Fahrgästen flexible, attraktive Tarife anzubieten. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Zuwächse nach Corona weitergehen, so wie sie es vor Corona gerade im VVS hatten. Und wir haben im Remstal einfach das Problem, dass wir zu wenig oder wenige Überholmöglichkeiten nur haben. Wenn also ein Zug verspätet ist, dann führt das in der Regel zu Ketteneffekten auf andere Züge, die dann warten müssen. Schönes Beispiel, ich wohne in Geradstetten und ich stehe doch relativ häufig oder stand früher auch relativ häufig in Grumbach, also eine Station vorher, und dann musste halt der Regionalzug noch überholen. Und das kann dann auch schon mal bis zu 8, 9 Minuten dauern. Und das ist natürlich nicht wünschenswert. Hinzu kommt, dass wir mit Stuttgart 21 wahrscheinlich eher mehr Schwierigkeiten in der Betriebsstabilität kriegen. Da wird aber vielleicht der Matthias Gastel gleich noch ein bisschen mehr zu sagen können, der ist da tiefer drin. Und hier einfach eine Strecke haben, die recht sensibel auf solche Betriebsschwierigkeiten reagiert. Und das war für uns Ausgangspunkt, für uns Grüne hier im Remstal zu sagen, wir müssen uns des Themas annehmen. Wie können wir die Kapazität auf der Remsbahn erhöhen, auch um sie widerstandsfähiger zu machen gegen Störungen, gerade wenn wir weiteren Ausbau wollen, weil neben der Angebotsqualität, also der Menge an Verkehren, die wir da haben, spielen halt die Qualität, Zuverlässigkeit auch eine ganz wichtige Rolle. Das war, wie gesagt, unser Ausgangspunkt. Und viel mehr möchte ich jetzt auch an der Stelle tatsächlich gar nicht sagen, denn der Experte ist ja hier. Ich gehe kurz aus der Präsentation raus. Nämlich unser bahnpolitischer Sprecher Matthias Gastel. Und Matthias, ich würde an dieser Stelle gerne an dich übergeben. Iris, du spielst seine Präsentation ein, richtig? Ja, das stimmt. Ich habe die Präsentation hier offen und Matthias, du gibst mir Signal, wann ich die einschalten soll, ja? Okay, ja, Dankeschön, Iris und lieber Andreas Siegloch, liebe Gäste, schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich werde überwiegend aus bundespolitischer Sicht einige Dinge sagen und wir können uns ja dann, lieber Andreas, auch gegebenenfalls ergänzen, wenn dann entsprechende Nachfragen kommen. Ja, gerne mal die Präsentation einblenden und ich weise schon eingangs mal noch darauf hin, Andreas Siegloch hatte es auch schon angesprochen, das Thema Klimaschutz. Wenn man Klimaziele erreichen möchte, dann kommt es ganz wesentlich auf den Verkehrssektor an, in dem nämlich die Treibhausgasemissionen leider noch steigen. Das hat
mit der massiven Zunahme der Lkw-Verkehre zu tun. Aber auch im Pkw-Bereich ist es nicht sonderlich positiv, denn Effizienzgewinne in der Motortechnik werden eben dadurch aufgefressen, dass die Fahrzeuge immer größer und schwerer werden. Dann wird eben unter dem Strich auch wieder nichts an Kraftstoff und nichts an Treibhausgasemissionen eingespart. Und die gesamte Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte ist sehr, sehr einseitig auf den Aus- und Neubau von Straßen ausgerichtet gewesen und eben leider nicht auf die Schienenwege. Deswegen schön, dass wir eine Veranstaltung machen zum Thema Bahn und auch die Infrastruktur hier entsprechend berücksichtigen, die notwendig ist, damit mehr Verkehr auf der Schiene im Personen- wie auch im Güterverkehr möglich wird. Bitte mal zur ersten inhaltlichen Folie blättern. Wir haben im Dezember letzten Jahres als Grüne im Bundestag ein sehr umfassendes Bahnkonzept beschlossen, das teilweise sehr ins Detail geht, manchmal auch Lücken schließt, die die Bundesregierung beim Thema Deutschlandtakt beispielsweise gelassen hat. Da komme ich dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben aber auch ehrgeizigere Ziele, weil wir klarer und konsequenter als andere auf eine starke Schiene, auf die Ausweitung von Angeboten auf der Schiene und auch auf eine höhere Qualität im Bereich der Bahnangebote setzen. Wir haben im Personenverkehr derzeit einen Verkehrsanteil der Schiene von unter 10%. Den wollen wir bis zum Jahr 2030 auf 20% mehr als verdoppeln. Das sehen Sie im linken Teil der Grafik und im rechten Teil der Grafik sehen Sie den Bereich des Güterverkehrs. Da hat die Schiene derzeit einen Verkehrsanteil von etwa 18% und wir wollen auf 30% kommen bis 2030. Das wäre dann in etwa das Niveau, das Österreich bereits hat. Auch das ist ehrgeizig, aber mit den entsprechenden Maßnahmen durchaus erreichbar. Bitte weiter. Wir wollen im Bereich des Fernverkehrs dafür sorgen, dass Oberzentren, die eine Zentralfunktion für ihr Umland darstellen und ausüben, genauso wie Großstädte wieder oder auch erstmalig an den Fernverkehr angebunden werden. Wir haben in Deutschland die Situation, dass es schon beim Regionalverkehr teilweise schwierig ist. Wir haben über 100 Mittelzentren in Deutschland, die keinen Bahnanschluss haben mit Millionen von Menschen. Und ich sage an der Stelle immer dazu, aber jedes Haus hat einen Straßenanschluss. Also da sieht man dann nochmal oder kann erahnen, wie groß die Schieflage zwischen den Verkehrsträgern ist. Und wir wollen sicherstellen, dass der Fernverkehr wieder größere Orte anbindet, sodass die Menschen bessere Anbindungen vorfinden. Wir haben auch klar vorgeschlagen, wie man das Ganze machen kann unter dem Stichwort des Deutschlandtaktes. Der Deutschlandtakt, so viel vielleicht noch an Erklärung. Ich vermute mal, dass es nicht alle wissen, ist der Paradigmenwechsel auch in der Infrastrukturplanung, denn bisher wurde immer erst eine Infrastruktur gebaut und danach geschaut, was man aus dieser Infrastruktur machen kann. Es wurden also sozusagen Fahrpläne aus der Infrastruktur heraus entwickelt. Nicht selten mit der Feststellung, dass es nicht funktioniert. Ein Beispiel VDE 8, also die Strecke München über Nürnberg nach Berlin. Wer aus dem Westen kommt, aus Baden-Württemberg, muss häufig 50 Minuten auf den Anschlusszug in Nürnberg warten und diese 50 Minuten sind etwa die Zeit, die man dann wieder reinholt mit sehr schnellen Zügen auf der milliardenteuren Neubaustrecke. Das kann nicht der Sinn und Zweck sein, sondern wir müssen ausgehen von einem Fahrplan, wie man ihn gerne hätte, wie er den meisten Menschen gerecht werden würde, wie man mehr Fahrgäste für die Schiene gewinnen kann und dann die Infrastruktur genau daran ausrichten. Und wenn man das macht, dann kann man eben deutlich mehr Menschen gewinnen, weil die Ziele schneller erreichbar sind und weil Verbindungen entstehen, die heute entweder überhaupt nicht oder nur sehr unattraktiv möglich sind. Bitte weiter. Wir wollen den SPNV, also den Schienenpersonennah- bzw. Regionalverkehr, der schon in den letzten Jahren gerade bei uns in Baden-Württemberg deutlich ausgebaut wurde, auch weiter ausbauen. Ein Beispiel. Schwäbisch Gmünd ist jetzt nicht ganz der Bereich, aus dem wahrscheinlich die meisten kommen, ist aber jetzt die einzige Zahl von der Strecke, die ich gefunden habe. 2013
gab es da noch 59 Zughalte, es sind jetzt 81 und das gilt auch für den Rest der Strecke, dass das Land deutlich mehr Verkehre bestellt hat, im Durchschnitt landesweit etwa 20% mehr, seit die Grünen das Verkehrsministerium bestellen und besetzen und entsprechende Verkehre bestellt haben. Und der Zuwachs an Zughalten soll noch entsprechend weitergehen. Das Problem ist, dass zwar die Angebote ausgeweitet wurden, nicht aber die Infrastruktur mitgewachsen ist. Ja, das ist zunächst mal gut für die Fahrgäste, wenn es mehr Züge gibt, wenn die Züge häufiger halten, dort, wo man wohnt, dort, wo man zu oder auch aussteigen möchte. Aber es ist eben eine höhere Inanspruchnahme der Infrastruktur, bedeutet dichtere Takte, bedeutet ein Zug ist verspätet, die anderen sind dann gefährdet, sich ebenfalls zu verspäten. Und hier haben wir eben eine unterschiedliche Verantwortlichkeit. Auch die Remsbahn ist ein Bundesschienenweg, das heißt, der Bund müsste ausbauen. Er hat sich aber, Sie werden es wahrscheinlich gelesen haben, hier entsprechend zurückgezogen aus den Versprechungen, die es gegeben hat im Bundesverkehrswegeplan und auch im zweiten Zielfahrplan für den Deutschlandtakt, ist leider nichts geworden. Nach und nach wurden die ganzen Maßnahmen rausgestrichen und es ist fast nichts mehr übrig geblieben von den Plänen. Und deswegen wird man dann nochmal rangehen müssen. Wir müssen die Kapazitäten, das ist jetzt eine allgemeine, nicht speziell auf diese Strecke bezogene Aussage, die Kapazitäten insbesondere in den Knoten erhöhen, Engpässe beseitigen. Wir wollen, um den Klimaschutz auch auf der Schiene nochmal zu beschleunigen, keine weiteren Ausschreibungen mit Dieselzügen machen. Die Züge werden ja 20 und mehr Jahre eingesetzt und da ist dann klar, dass das Ende des Diesels auch auf der Schiene eingeläutet sein muss. Wir haben die Möglichkeit, Strecken zu elektrifizieren oder aber auch alternative Antriebstechnologien zum Einsatz zu bringen. Wir wollen, auch da haben wir ja in Baden-Württemberg Erfahrungen gesammelt, Qualitätsaspekte bei der Ausschreibung stärker berücksichtigen. Das Land hat es vielfach bereits gemacht, beispielsweise was die Fahrzeuge angeht, Klimaanlage, Barrierefreiheit, WLAN und so weiter. Auch mehr Personal, das mitfahren muss, das wieder inzwischen in den Zügen ist. Aber man kann noch weitere Aspekte entsprechend vorgeben, damit Fahrgäste zufrieden sind und damit auch pünktlicher Bahnverkehr möglich wird. Wir wollen eine weitere Ausweitung der Angebote und eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Das sind Bundesmittel für die Länder, um entsprechende Regionalverkehre zu bestellen. Aber es braucht eben, wie gesagt, dann auch den Ausbau der Strecken, die leistungsfähiger werden müssen, um Verspätungen zu vermeiden, auch um beispielsweise schnelleren Zügen das Überholen von langsameren Zügen zu ermöglichen. Bitte weiter. Gleich nochmal weiter. Hier zum Thema Murbahn noch einige Einschätzungen und Aussagen. Wir haben im Moment die Ausgangslage, dass diese Strecke sehr gut oder auch sehr hoch ausgelastet ist und dass bei Verspätungen es häufig zu Übertragungen kommt. Wenn eine S-Bahn verspätet ist, überträgt sich das auf den Regional- und Fernverkehr. Aber genauso kann das natürlich auch umgekehrt geschehen auf dieser zweigleisigen Strecke und der Ausbau der Murbahn, insbesondere auch eine Beschleunigung der Fahrzeit oder eine Verkürzung der Fahrzeit, war von der Bundesregierung versprochen und ist auch im Bundesverkehrswegeplan enthalten, wurde jetzt aber leider im dritten Entwurf für den Deutschlandtakt zusammengestrichen. Und das wurde nochmal zusammengestrichen in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage, die wir gemacht haben, von der Sie vielleicht in den letzten Tagen haben lesen können. Also wir sind da sehr sauer, wie Schritt für Schritt alle Ausbaupläne zurückgezogen wurden. Das gilt für die Murbahn, das gilt für die Remsbahn, das gilt einfach für den schlicht und ergreifend für den Korridor zwischen Stuttgart und Nürnberg. Bitte weiter. Die Situation Remsbahn 2030. Warum 2030? Ganz einfach deshalb, weil das das Zieljahr ist für den Deutschlandtakt. Und da kann man dann schon dem Zielfahrplan entnehmen, was da alles angenommen wird, was 2030 fährt. Das sind natürlich noch keine bestellten Züge. Das kann auch anders aussehen, aber das ist einfach mal die Grundannahme auch für die Infrastrukturbemessung. Weiterhin 4 S-Bahnen pro Stunde und Richtung, 2 Regionalexpresszüge,
zwischen Stuttgart und Aalen pro Stunde und Richtung. Dann ein IC, der zwischen Nürnberg und Stuttgart pro Stunde immer mit Halt in Schorndorf verkehrt. Dann der Güterverkehr mit einer unbestimmten Anzahl von Zügen. Und der Hinweis, das Land überarbeitet derzeit seine Pläne für den Nahverkehr bzw. Regionalverkehr nochmal, sodass da gegebenenfalls auch Änderungen möglich sind. Stuttgart 21 ist schon kurz angesprochen worden. Das hat, was die Angebote angeht, eine positive, aber auch in der gleichen, im gleichen Zusammenhang möglicherweise einen negativen Aspekt. Und zwar werden mehr durchgehende Verbindungen angeboten werden müssen. Das kann positiv sein, weil weniger umgestiegen werden muss. Das wird aber wahrscheinlich auch die negative Folge haben, dass die Züge noch verspätungsanfälliger sind. Wir haben das jetzt bereits auf der Strecke, die durch meinen Wahlkreis führt, von Tübingen über Nürtingen, Plochingen, Esslingen nach Stuttgart und darüber hinaus sehen können, weil dort wurde nämlich bereits der Fahrplan realisiert, der auch nach Stuttgart 21 gelten soll. Stuttgart 21 bedingt dadurch, dass es nur 8 Bahnsteiggleise geben wird, dass in Stuttgart am Hauptbahnhof keine Züge beginnen und enden können. Das heißt, die Züge müssen alle dort durchfahren. Keine Züge dürfen dort ihren Anfang oder ihr Ende finden, weil die Kapazität dafür nicht reicht. Also das heißt, der Tiefbahnhof in Stuttgart ist darauf ausgelegt, schnell reinzufahren, nur kurz zu stehen und sofort wieder weiterzufahren. Deswegen können dort keine Züge beginnen und enden. Dadurch hat man längere Zugläufe und längere Zugläufe haben die Angewohnheit, sich schneller zu verspäten und ein Problem aufzuweisen, dass Verspätungen schwerer wieder abzubauen sind, weil es einfach länger dauert, bis ein Zug an der Endstation angekommen ist, wo er möglicherweise einen gewissen Aufenthalt hat, der dann verkürzt werden kann, so dass der Zug wieder pünktlich zurückfahren kann. Das ist einfach erschwert durch diese Stuttgart 21 Engpassplanungen und ich kann es leider jetzt schon sagen für die Strecke Tübingen-Stuttgart. Wir erleben das dort bereits, wenn dann eben der Zug nicht nur bis Stuttgart fährt, sondern bis Osterburgen oder mindestens bis Heilbronn, dann gibt es auf dieser langen Strecke einfach mehr Potenzial an Verspätungen, aber eben wenig Möglichkeiten, Verspätungen auch wieder entsprechend hereinzuholen. Das ist natürlich für die Remsbahn besonders schwierig, weil die Strecke, so wie sie derzeit beschaffen ist, einfach keine Möglichkeiten bietet, Verspätungen entsprechend abzubauen, sondern das Risiko besteht, dass Verspätungen aufgebaut werden und übertragen werden auf weitere. Deswegen ist es so wichtig, ich komme da, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, dass in Stuttgart der Bahnknoten leistungsfähiger wird und dass es tatsächlich doch noch zu einem Ausbau der Remsbahn kommt. Bitte weiter. Perspektivisch ist denkbar, dass der S-Bahn-Takt auf den 10-Minuten-Takt weiter verdichtet wird. Das wird entsprechend geprüft, würde aber auf jeden Fall nur dann funktionieren, wenn die Remsbahn entsprechend ausgebaut ist. Auch in Stuttgart bräuchte es zusätzliche Kapazitäten. Unser Stichwort hatten wir ja auch in den Koalitionsvertrag zwischen Grün und Schwarz reinbekommen, ist die Ergänzungsstation. Das heißt also eine zusätzliche Bahnstation am Hauptbahnhof in Stuttgart. Der Hauptbahnhof würde dann aus 2 Teilen bestehen, nämlich dem unterirdischen Durchgangsbahnhof mit 8 Bahnsteiggleisen plus einer Ergänzungsstation, die ein Kopfbahnhof wäre, in Tieflage, damit die Überbauung möglich ist. Und diese hätte aus jetziger Sicht wahrscheinlich nochmal 6 Bahnsteiggleise, die vor allem dem S-Bahn-Verkehr, aber auch dem Regionalverkehr zugutekommen, denn wir kriegen nicht mehr S-Bahnen in die S-Bahn-Stammstrecke rein, die ist einfach erschöpft und am Ende. Und wenn man den S-Bahn-Verkehr ausbauen möchte, dann muss man dann muss man am Stuttgarter Hauptbahnhof zusätzliche Kapazitäten schaffen. Wir entspannen damit auch die Situation im Tiefbahnhof, der sehr verspätungsanfällig ist, der häufig Doppelbelegungen voraussetzt. Das ist schon der Wahnsinn, dass ein neu gebauter Bahnknoten von vornherein darauf setzt, dass 2 Züge hintereinander am gleichen Bahnsteiggleis stehen
und der hintere erst losfahren kann, wenn der vordere schon abgefahren ist. Das heißt, wenn der vordere Zug nicht abfahren kann, weil er beispielsweise noch auf Fahrgäste eines anderen Zuges warten muss, dann kann auch der Zug hinten nicht weiterfahren. Das bedeutet zwangsläufig, mindestens zwei Züge verspäten sich in so einer Situation. Und bei diesen Planungen, bei diesen Engpassplanungen in Stuttgart ist jede Entlastung herzlich willkommen, die zu einer Entspannung im Tiefbahnhof führt und zusätzliche Kapazitäten für weitere zusätzliche Angebote zugunsten der Fahrgäste entsprechend schaffen kann. Wir hoffen sehr, dass diese Ergänzungsstation auch tatsächlich kommen kann. Und das wäre natürlich gut für die Fahrgäste, wenn dann beispielsweise ein 10-Minuten-Takt für die S-Bahn möglich wird und wenn die Pünktlichkeit sich dadurch nicht verschlechtert, sondern mindestens gleich bleibt, am besten natürlich auch noch entsprechend verbessert. Bitte schön weiter. Wir haben mal drei Ausbauvarianten für die Remsbahn angeguckt. Ich gehe da auch gleich noch näher drauf ein. Das eine ist ein vollständiger viergleisiger Ausbau. Vollständig heißt immer jeweils alles bis Schorndorf, Stuttgart bis Schorndorf. Die zweite Variante ein durchgehend drittes Gleis. Und die dritte Variante ist ein Maßnahmenpaket. Resiliente Remsbahn haben wir das mal genannt. Das heißt, zielgenaue Ausbaumaßnahmen, zielgenaue Maßnahmen zur Erhöhung der Streckenkapazität und allgemein ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall erforderlich, aber auch geplant, dass bis zum Jahr 2030 ETCS, also eine digitale Zugsteuerungstechnik, bis Schorndorf installiert wird. Die hat in erster Linie die Aufgabe, dass deswegen das E für European, dass man ein einheitliches Zugsteuerungssystem in ganz Europa hat, sodass die Züge im grenzüberschreitenden Verkehr unterwegs sein können. Das ist jetzt hier für die Strecke nicht das große Thema, aber ETCS hat auch die Eigenart, die Blockabstände, die es heute gibt, überflüssig zu machen. Das heißt, die Züge können dichter hintereinander fahren. Die Streckenkapazität wird alleine durch diese digitale Technologie größer. Ersetzt aber, sage ich auch dazu, ersetzt ausdrücklich nicht den Ausbau der Infrastruktur. Der ist trotzdem notwendig, aber ETCS hilft in gewisser Weise, die Kapazität zu erhöhen und die Betriebsstabilität zu verbessern. Bitte weiter. So, das ist jetzt die erste der drei genannten Varianten. Man könnte mit dem vollständigen viergleisigen Ausbau zwischen Stuttgart und Schorndorf den Regional- und Fernverkehr einerseits von dem S-Bahn-Verkehr andererseits separieren. Das wäre natürlich eine optimale betriebliche Lösung, weil dann die verschiedenen Verkehrsarten ihre eigenen Gleise haben und die Verspätung beispielsweise bei der S-Bahn sich nicht auf den Fernverkehr, aber auch umgekehrt Verspätungen im Regional- und Fernverkehr sich nicht auf die S-Bahn übertragen würden. Da müsste man sich dann überlegen, wo die zwei zusätzlichen Gleise hinkommen. Die könnten natürlich nicht an die Bestandsstrecke rankommen, dafür gibt es keinen Platz. Müsste man sich dann überlegen, ob man dort womöglich sich an die B29 andockt. Aber ich sage auch klar, es gibt natürlich eine Menge Probleme und mit hohem Aufwand verbunden wäre keine kurzfristige, auch leider keine mittelfristige Lösung, sondern das wäre, wenn überhaupt, eine langfristige Lösung, ist aber insgesamt sicherlich nicht die realistischste Lösung. Und es gibt für die geplanten, aber auch für die absehbaren Betriebsprogramme nicht wirklich erkennbar den Bedarf, auch wenn es sicherlich das betriebliche Optimum wäre. Es ist nicht realistisch und ich möchte das jetzt auch nicht zur Forderung machen, sondern ich möchte einfach denkbare Varianten mal gegenüberstellen. Bitte weiter. Dann ein drittes Gleis bis Schorndorf wiederum bringt leider vergleichsweise wenig zusätzliche Kapazität. Die meisten vermuten wahrscheinlich, dass wenn man von zwei auf drei Gleise geht, dass es dann 50% mehr Kapazität bringt. Dem ist aber nicht so, denn dieses Gleis wird ja mal in die eine und mal in die andere Richtung betrieben. Das schränkt dann die zusätzliche Kapazität eben auf einen Gewinn von 30 bis 40% ein. Könnte aber durchaus Engpässe
auflösen, Verspätungen verhindern oder auch Verspätungen entsprechend abbauen. Und das Problem wäre aber, dieses dritte Gleis müsste zwingend parallel zu den beiden Bestandsgleisen gebaut werden, könnte nicht betrieblich unabhängig erfolgen, würde auch keinen Sinn ergeben. Und da ist es natürlich schwierig, das durchgehend zu machen, weil da einfach nicht alle Flächen frei sind und verfügbar sind. Einiges ist eben zugebaut. Das heißt also, auch ein drittes Gleis würde einen hohen baulichen Aufwand bedeuten und vergleichsweise wenig Kapazität bringen. Bitte weiter. Dann kommen wir nämlich zum Maßnahmenpaket einer resilienten Bremsbahn. Und hier kann man sagen, dass das aktuelle wie auch das Betriebsprogramm 2030 zwar mit der bestehenden Infrastruktur fahrbar ist, aber das ist eher Theorie. Und in der Theorie wird eben davon ausgegangen, dass alles pünktlich ist, dass die Fahrgäste flott ein- und aussteigen, dass kein Zug länger am Bahnhof steht als geplant. Das ist natürlich nicht realistisch und insofern hat schon das aktuelle, aber wird vor allem dann das zukünftige Betriebsprogramm auf der bestehenden Infrastruktur Probleme bekommen, weshalb wir auf jeden Fall ein Maßnahmenpaket brauchen an der Infrastruktur zur Erhöhung der Kapazität und der Pünktlichkeit. ETCS habe ich schon erwähnt, aber darüber hinaus auch Streckenausbauten sind notwendig, indem man abschnittsweise die Strecken zwischen einzelnen Bahnhöfen mal auf drei oder auch auf vier Gleise ausbaut, also zusätzliche Gleise schaffen, aber nicht durchgehend, sondern eben genau dort, wo fahrplanmäßig Zugbegegnungen stattfinden, beziehungsweise Überholvorgänge Sinn machen. Ich habe hier auch reingeschrieben, wo das rein theoretisch denkbar ist, aber das müssten natürlich Fahrplangestalter sich genau anschauen, wo solche Gleise notwendig sind und Sinn machen, aber auch anschauen, wo die Flächen tatsächlich möglich sind, um Überholvorgänge zu ermöglichen, damit schnelle Züge nicht ausgebremst werden, aber damit auch Verspätungen vermieden bzw. ausgeglichen werden können. Hier musste zugesagt werden, dass die derzeitige Förderpolitik des Bundes für zusätzliche Infrastruktur so etwas nicht unterstützt. Die derzeitige Förderpolitik des Bundes finanziert lediglich dann einen Infrastrukturausbau auf der Schiene mit, wenn dies betrieblich zwingend erforderlich ist. Wir erleben das leider gerade auch bei uns in Baden-Württemberg immer wieder, dass der Bund nur das fördert, was zwingend erforderlich ist und zwar zwingend heißt in diesem Fall, im Normalfall gebraucht wird und nicht erst dann, wenn es zu einer Verspätung kommt. Wir haben da jetzt schon negative Erfahrungen genau mit dieser Finanzierung gemacht. Im Südschwarzwald, in der Höllentalbahn, da hat man ein ehrgeiziges Betriebskonzept entwickelt. Der Bund hat nur die unbedingt erforderliche Infrastrukturausbauten gefördert. Dann wurde auch nur das ausgebaut, was gefördert wird oder wurde. Und man hat gleich mit dem ersten Betriebstag festgestellt, es funktioniert nicht. Das Kuppeln der Züge dauert etwas länger. Die Züge stehen etwas länger in den Stationen, weil der Fahrgastwechsel länger braucht. Das hat man aber alles erst im Betrieb ganz konkret feststellen können. Und schon ist der Fahrplan nicht fahrbar gewesen. Und man hat das ehrgeizige Betriebskonzept wieder abspecken müssen, weil es die frisch ausgebaute Infrastruktur nicht hergegeben hat. Wir wollen das ändern als Grüne. Wir wollen, dass der Bund auch eine gute Betriebsqualität mitfinanziert. Und zwar eine Betriebsqualität, die auch den Abbau von Verspätung ermöglicht. Wir wollen eine Betriebsqualität, die Pünktlichkeit verbessert, aber natürlich vor allem Pünktlichkeit vermeiden hilft. Und da hilft eben kein Ausbau von Strecken immer nur genau in dem Maße, wie es für das Optimum notwendig ist, sondern dann muss man eben auch an die Situation denken, dass da mal ein verspäteter Zug auf den Streckenabschnitt kommt und es muss verhindert werden, dass diese Verspätungen sich dann auf andere entsprechend übertragen. So, dann bitte ich nochmal weiter zu blättern. Das Land prüft oder lässt untersuchen, zusammen mit Landkreisen in einem Gutachten den Ausbau von Rems- und Murrbahn.
insbesondere mit dem Ziel, die Fahrzeit nach Nürnberg zu verkürzen. Also man hat hier den Korridor Stuttgart-Nürnberg im Blick. Wir halten das als Grüne auch für zwingend erforderlich, hier zu einer Fahrzeitverkürzung zu kommen. Es ist ja letztlich auch sowas wie die Zulaufstrecke zur Aus- und Neubaustrecke von München über Nürnberg nach Berlin. Und dass man da so hintuckelt, um dann auf die milliardenteuer gebaute Hochgeschwindigkeitsstrecke zu kommen, das kann nicht der Sinn sein. Wir müssen dann immer auch das Umfeld einer Neubaustrecke im Blick haben und hier gucken, dass wir für mehr Pünktlichkeit, für mehr Verlässlichkeit sorgen, damit es mit den Anschlüssen funktioniert und dass die Fahrzeit auch insgesamt entsprechend verkürzt wird. Also in diesem Gutachten des Landes und der Landkreise wird auch der Abschnitt zwischen Waiblingen und Schorndorf untersucht. Bitte weiter. Damit bin ich am Ende. Ich hoffe, soweit alles verständlich dargestellt zu haben. Wenn nicht oder noch darüber hinausgehende Fragen sind oder auch Diskussionsbeiträge gewünscht sind, natürlich herzlich gerne. Ich freue mich darauf und bin es gespannt, was aus dem Publikum kommt. Ja, herzlichen Dank, Matthias. Dann ist die Runde eröffnet. Wie gesagt, wir sammeln jetzt 2 bis 3 Fragen und dann können die gesammelt beantwortet werden. Da im Moment noch niemand sich gemeldet hat, würde ich vielleicht einsteigen. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte sagen zu den Fragen, die du jetzt zum Schluss genannt hast. Das würde mich tatsächlich interessieren. Was ist da Gegenstand der Untersuchung? Also geht es da auch schon tatsächlich um konkrete Ausbaumöglichkeiten oder geht es zunächst mal darum, sagen wir mal, den Rahmen zu stecken, was müsste praktisch betrieblich möglich werden auf der Strecke, damit die Strecke beschleunigt werden kann. Dann gibt es eine Meldung von Manfred Lieblinger. Manfred, schalt gern deine Kamera an. Super. Ja, hallo. Matthias, ich habe konkret eine Nachfrage, natürlich zur Remsbahn. Ich bin Stadtrat in Weinstadt und das Thema drittes Gleis, abschnittsweise drittes Gleis, ist schon lang ja, Thema von mir, weil ich auch denke, da sind wir unverzichtbar darauf angewiesen, wenn die Verkehrssituation im Remstal verbessert werden soll und natürlich vor allem auch unter Berücksichtigung mehr Klimaschutz. Wir müssen da bessere Alternative zur Straße bieten. Der Leidensdruck auch mit dem Stau vor dem Kappelbergtunnel ist einfach noch nicht groß genug. Aber dann muss eben die S-Bahn auch verlässlich und pünktlich fahren, so wie es der Andreas ja auch genannt hat. Klar ist natürlich jetzt nach deinen Darstellungen, dass wir einen Regierungswechsel brauchen in Berlin. Zusätzlich aber, denke ich, braucht es auch Initiative vor Ort. Und da die Frage, was sind da deine Empfehlungen? Wie können wir hier als Grüne und auch als Kommunen mehr Druck machen, damit eben auch tatsächlich diese Maßnahme in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wird? Also wie gesagt, auch meine Meinung, es kann nur das Szenario resiliente Remsbahn sein, durchgängig 3- oder 4-gleisig. Es ist absolute Utopie, von der Machbarkeit zeitlich, aber auch von den Kosten her. Aber das andere, wir kennen ja, wenn wir als Gemeinde oder Stadträte unterwegs sind, kennen wir alles entlang der jetzigen Bahnstrecke. Da gibt es ja überall die Freihaltezonen für das dritte Gleis. Also da wären die Möglichkeiten tatsächlich realistisch. Also was empfiehlst du da als politische Herangehensweise? Ich schlage vor, eine Meldung noch zu nehmen, wenn das okay ist, Matthias. Dann haben wir Ebeck, der oder die sich gemeldet hat. Gerne auch die Kamera anschalten, wenn es möglich ist. Bitte schön. Ja, Ebeck Högel, ich bin Pressesprecher von Kammer 21 und wir sind ja schon lange aktiv, Verbesserung vom ÖPNV. Erster Punkt, drittes Gleis.
Ich versuche seit 10 Jahren jetzt rauszukriegen, ob im Rems, auf der Remsbahn eigentlich Platz für ein drittes Gleis freigehalten werden muss oder nicht. Da gibt es keine Aussage von der Deutschen Bahn. Und das Problem ist ja, Rommelshausen wird gerade ausgebaut, barrierefrei. Und da, also für einen Millionenbetrag. Und niemand hat daran gedacht, dass man in dem Zusammenhang gleich von Waiblingen bis Rommelshausen oder Arstetter-Polster ein drittes Gleis hätte bauen können, weil der Platz wäre ja unter Umständen da. Dann denke ich, dass, was die Situation im Großraum Stuttgart anbetrifft, die Stuttgart 21 keine Lösung geben wird, auch das ETCS nicht. Was wir bräuchten hier, um vermehrte Transportleistungen zu erbringen, wäre eine Ringbahn. Ringbahn um Stuttgart rum, also Ludwigsburg, Waiblingen, Esslinger Flughafen, Leonberg, so wie es alle andere große Agglomerate hin, nicht? Also das heißt Paris oder London, ja, weil der Flaschenhals Tiefbahnhof Stuttgart, der wird nicht, das hast du ja auch vorher gesagt, der wird ja nicht, also immer ein Problem bleiben und wird keine erhöhte Fahrleistung bringen. Dann dritter Punkt, was den Güterverkehr anbetrifft, da braucht man natürlich wesentliche Verbesserungen. Was man allerdings sehen, ist ja gerade das Gegenteil. Also im Remstal hat es ja zahlreiche Gütergleise gegeben, die sind alle stillgelegt worden von der Deutschen Bahn. Und jetzt haben wir die Situation auch zum Beispiel, der Bahnhof in Waiblingen wird umgebaut für die Zukunft und niemand denkt daran, dass man da einen Güteranschluss braucht, zum Beispiel. Ja, da ist also ein großes Postverteilzentrum direkt neben dem Bahnhof, das keinen Güteranschluss hat. Und da wird überhaupt nicht dran gedacht, auch von den zuständigen Planern nicht, dass man wieder den Güterverkehr ins Remstal holen müssen, auch mit einem entsprechenden Bahnhof, Güterbahnhof. Und dann nochmal das Schluss zum Stuttgart 21. Ich meine, Matthias, was du jetzt mit sehr schönen Worten gesagt hast, ist eigentlich Stuttgart 21 ist ein Scheißdreck. Also man kann es ja nicht anders sagen. Und mit einem Ergänzungsbahnhof, also erstens mal wird er nicht kommen und zweitens wird er das Problem nicht lösen. Also wenn man auch jetzt unter CO2-Gesichtspunkte jetzt nochmal 40 Kilometer Tunnel bauen will, also ich meine, das kann es ja wohl nicht sein. Soweit. Ist jetzt relativ viel geworden, aber hat sich einiges aufgestaut. Gut, Dankeschön. Vielleicht, es gibt im Chat eine Nachfrage zum Thema Güterverkehr, nämlich was sind denn Ideen und Konzepte für dessen Stärkung und Ausbau? Das würde ich jetzt hier noch mit reinpacken und würde dann mit der anderen Frage, die im Chat ist, in der nächsten Runde dann weitermachen. Matthias, möchtest du? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, das sind eine ganze Menge Fragen. Ich versuche, die zu beantworten. Zunächst mal zu dem, was jetzt gerade von Land und den Landkreisen untersucht wird. Ich habe da jetzt nicht den genauen Untersuchungsumfang. Ich weiß auch nur aus kurzer Meldung vom Verkehrsministerium und aus der Presse, dass die Untersuchung schon vor 2 Jahren in Auftrag gegeben worden ist. Wie gesagt, den Korridor Stuttgart-Nürnberg, also damit sowohl die Rems als auch die Murbahn im Blick hat. Das Ergebnis liegt wohl intern vor, ist aber noch nicht veröffentlicht und nach dem, was man hört, würde sich hier ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis ergeben. Was mir nicht klar ist, ist die Frage, ob es dann tatsächlich, das ist ja auch gefragt worden, ein Projekt für den Bundesverkehrswegeplan, genauer gesagt für den Bedarfsplan des Bundes, noch sein könnte, denn dieser ist ja bereits beschlossen und verabschiedet und da ist jetzt mit der letzten Studie zum Deutschlandtakt, bei dem die Rems und die Murbahn leider gar nicht berücksichtigt mehr wird, der letzte Schritt getan. Also das heißt, ich habe kein Wissen darüber, ob der Bund plant, noch weitere Ausbauschritte in dieses Gesetz aufzunehmen, sprich, ob sich der Bund verantwortlich fühlt, einen solchen Ausbau tatsächlich durchzuführen, wenn Land und Landkreise die Wirtschaftlichkeit dieses Ausbaus nachweisen. Ich weiß es nicht, ich habe aber heute
der Bundesregierung eine entsprechende Frage gestellt. Da bin ich natürlich dann sehr gespannt, wie die Antwort darauf ausfallen wird. Wir als Grüne, die Frage ist ja gewesen, was können wir da an Druck machen? Jetzt ist zunächst mal klar, dass diese Untersuchung demnächst vorgelegt wird. Man wird sich die genau anschauen müssen und dann eben auch vor Ort für die Akzeptanz dieses Ausbaus werben müssen und dann möglichst schnell zu der Entscheidung kommen müssen, ob der Ausbau tatsächlich über den Bund erfolgt, über den sogenannten Bedarfsplan. Das würde bedeuten, der Bund kümmert sich selber um den Ausbau und finanziert ihn auch vollständig, oder aber ob der Ausbau, das ist fast meine Vermutung, dann über GVFG, über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz finanziert werden soll. Das ist ein Gesetz des Bundes, das die Bundesförderung für die Länder beim Ausbau regionaler Schienenwege unterstützt. Die positive Nachricht an der Stelle ist, dass der Bund in den letzten 2 Jahren und auch in den nächsten Jahren die Mittel dafür deutlich erhöht hat und noch weiter erhöhen wird und dass die Förderkonditionen deutlich verbessert wurden. Der schlechte Teil der Nachricht ist, dass dann eben auch Land und Region oder Landkreise sich an den Kosten beteiligen müssen und der Bund trägt dann zwar einen großen Teil, aber eben nicht alles. Und das würde eben bedeuten, dass das Land zusammen mit Partnern die Infrastruktur des Bundes ausbaut, was schon ein bisschen eine schräge Nummer ist, wenn nicht der Eigentümer sein Eigentum ausbaut, sondern Dritte das Eigentum ausbauen lässt. Aber das ist leider im Moment gerade die Situation, dass der Bund sich sehr zurückhält und die Länder dann seine eigene Infrastruktur ausbauen lässt. Ob Platz für das dritte Gleis freigehalten werden muss derzeit, das ist mir nicht bekannt. Zum Stichwort Ringbahn weiß ich jetzt nicht, ob es dafür ein Konzept gibt, ist mir so nicht bekannt, möchte aber allgemein darauf hinweisen, dass so Ringverbindungen zwar immer sehr logisch und plausibel klingen, aber eine Tendenz haben zur Verspätung, weil die ja einfach immer rumfahren und anders als eine Verbindung hin und her keine Endhaltepunkte haben, an denen eine Wartezeit ist, mit der auch wieder Verspätungen abgebaut werden können. Also so Ringverbindungen haben die Tendenz zu Verspätungen und deswegen weiß ich nicht, ob es die richtige Lösung ist. Wenn mit diesem Vorschlag gemeint ist, und das habe ich so ein bisschen rausgehört aus der Kommentierung und aus der Fragestellung, dass man in der Region Stuttgart nicht alles immer in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof denken und planen muss, sondern auch Tangentialverbindungen braucht. Wenn es in diese Richtung geht, dann unterstütze ich das natürlich und weise darauf hin, dass es ja auch gerade Diskussionen gibt, die stillgelegte und leider auch entwidmete Strecke zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd wieder neu aufzubauen, also zu reaktivieren. Und dann hätte man natürlich eine Möglichkeit, hier eine Tangentialverbindung zu schaffen, um nicht mit jeder Fahrt immer über Stuttgart Hauptbahnhof fahren zu müssen, sondern man hätte dann eine Möglichkeit, die Remsbahn mit der Vilstalbahn zu verbinden. Das wäre sicherlich auch für die Region, aus der die meisten der Gäste dieser Videokonferenz kommen, eine sehr interessante Möglichkeit bieten. Zum Thema Ergänzungsstation würde nicht kommen und würde auch keine Lösung darstellen. Da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, die Tatsache, dass Stuttgart 21 gebaut wird, kann man, glaube ich, in dem Stadium und auch bei den politischen Mehrheiten, bei den Projektpartnern nicht mehr in Frage stellen. Damit muss man sich wohl oder übel, auch wenn man von dem Projekt verkehrlich nicht überzeugt ist, arrangieren. Wir als Grüne stehen da seit einiger Zeit, seit klar ist, dass wir dieses Projekt, das wir lange bekämpft haben, nicht mehr verhindern können, vor der Frage oder vor der Entscheidung, entweder fundamental immer noch dagegen zu sein, aber dann eben auch nichts dran zu ändern und auch nicht verhindern zu können, dass es zu Ende gebaut wird, oder aber zu sagen,
Wir müssen akzeptieren, dass die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind und dass der Baufortschritt auch so ist, wie er ist. Und dann eben zu versuchen, mit unserer Regierungsbeteiligung aus dem Projekt ein besseres Projekt zu machen. Das wird nachher kein perfektes Projekt und es wird jede Verbesserung wird natürlich sehr teuer erkauft. Aber wir haben ja bereits einige Verbesserungen an Stuttgart 21 im weiteren Sinne erreicht. Wir haben die große statt nur die kleine Wendlinger Kurve. Wir haben eine wesentlich leistungsfähigere Rohrer Kurve, also Richtung Flughafen. Wir haben inzwischen die Zusage des Bundes, dass der Nordzulauf zum Stuttgarter Hauptbahnhof zu Funhausen-Feuerbach mit zwei zusätzlichen Gleisen leistungsfähiger gebaut wird. Also das heißt, an den Zulaufstrecken auf Stuttgart 21 haben wir deutliche Verbesserungen bereits durchsetzen können. Und jetzt bleibt noch der große Streitpunkt Ergänzungsstation übrig. Das größte Politikum ist eben immer dann, wenn es nah an den Hauptbahnhof geht, weil das einfach sozusagen das jahrelange, fast schon jahrzehntelange Streitobjekt gewesen ist. Da sind Fronten sehr festgefahren, aber wir werden da hartnäckig hinterher sein, denn wenn man jetzt, was gut ist, die Zulaufstrecken ausbaut, leistungsfähiger gestaltet, dann muss man natürlich auch den Hauptbahnhof an sich leistungsfähiger gestalten. Was hilft denn das, wenn mehr Züge an den Hauptbahnhof fahren können, aber nicht genügend Kapazitäten im Hauptbahnhof vorfinden? Die Dinge müssen wieder zusammengebracht werden. Und das bedeutet eben, die Ergänzungsstation muss kommen. Wir kämpfen jedenfalls drum und hoffen sehr, dass es da auch noch die Zustimmung beim Verband Region Stuttgart und bei der Landeshauptstadt geben wird. Der Verband Region Stuttgart ist zuständig für die S-Bahn und die S-Bahn würde maßgeblich profitieren davon, wenn es mit der Ergänzungsstation zusätzliche Kapazitäten für Angebotsausweitungen bei der S-Bahn geben würde. Thema Güterverkehr, wie sich das stärken, wie sich der stärken lassen könnte auf der Schiene. Da könnte ich jetzt natürlich ganz, ganz lange dazu reden. Das will ich aber nicht tun. Ich möchte einfach ein paar Beispiele nennen und darauf hinweisen, dass es beim Güterverkehr nicht die eine Maßnahme ist, die dazu führt, dass die Schiene gestärkt und Lkw auf den Autobahnen vermieden wird, sondern es wird ein ganzes Bündel von Maßnahmen sein. Wir haben hier übrigens auch so gut wie keine Erkenntnisprobleme, sondern Umsetzungsprobleme. Die Bundesregierung hat einen Masterplan Schienengüterverkehr beschlossen. Wir tragen den als Grüne in allen Punkten mit, müssen aber leider feststellen, dass auch Jahre danach kein einziger Punkt wirklich umgesetzt ist. Der einzige Punkt, der ansatzweise angegangen wurde, ist die Senkung von Trassenpreisen. Aber diese Senkung ist leider nur zeitlich befristet und wird deswegen auch nichts bewirken. Also wir müssen die Trassenpreise senken, das sind die Nutzungsgebühren für die Züge, die fahren im Personen- wie auch im Güterverkehr, die sind in Deutschland im europäischen Vergleich deutlich zu hoch. Wir müssen das Streckennetz leistungsfähig ausbauen, auch für den Güterverkehr ist es sehr, sehr wichtig, dass die Züge zügiger vorankommen und auch verlässlicher zum zugesagten Zeitpunkt am Ziel ankommen. Wir müssen digitale Möglichkeiten nutzen. Heute ist es beispielsweise so, dass die Güterzüge noch von Hand gekuppelt werden, ein Wagen an den anderen. Das ist eine gefährliche, schwierige, anspruchsvolle, körperliche, harte Arbeit, für die immer weniger Personal bereit ist, das zu machen. Es dauert lange, es kostet viel Zeit und Geld. Das ist unwirtschaftlich. Wir müssen da zu anderen Möglichkeiten kommen, die es auch längst gibt. Und das eben dann auch entsprechend finanzieren. Wir müssen aber auch auf der Seite beim Lkw anpacken. Wir haben hier sehr ungleiche Arbeitsverhältnisse im Vergleich zur Bahn. Bei der Bahn haben wir starke Gewerkschaften. Man merkt es ja jetzt derzeit auch zum Leidwesen der Fahrgäste und auch der Güterkunden. Da sind gute Arbeitszeiten, entsprechende Pausenregelungen und so weiter sind da beschlossen worden, werden auch kontrolliert. Im Lkw-Bereich hingegen ist es ganz anders. Da fahren Lkw-Fahrer aus Osteuropa für zum Teil 3 oder 4 Euro die Stunde, sitzen 14 Tage oder auch 3 oder 4 Wochen am Stück hinter dem Steuer, müssen dann nächtigen
Autobahnraststätten kommen zwischendurch nicht nach Hause, übernachten auch nicht im Hotel, wie das bei der Bahn üblich ist. Also das heißt, die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrenden sind zum Teil gravierend schlecht und führen auch damit zu einer Wettbewerbsbenachteiligung der Bahn. Deswegen wollen wir die Arbeitsbedingungen verbessern beim Lkw. Dadurch entsteht auch eine andere Wettbewerbssituation. Wir wollen die Begünstigung im Steuerrecht, den Dieselkraftstoff genießt, abschmelzen, anpassen an die Belastung, die es auch beim Benzin gibt. Denn eine Steuerbegünstigung beim Diesel hilft eben dem Lkw und schwächt die Schiene, weil der Güterverkehr auf der Schiene weit, weit überwiegend elektrisch stattfindet. Und da vielleicht noch der letzte Punkt. Wir haben in Deutschland erst 60% der Streckenkilometer elektrifiziert. Da müssen wir viel, viel weiterkommen, um uns vom Dieselantrieb zu verabschieden. Dem Güterverkehr bringt es den Vorteil, dass ein größerer Teil des Netzes überhaupt für den Güterverkehr nutzbar ist. Denn der Güterverkehr kann auf längeren Strecken nicht mit dem Diesel fahren. Das ist vollkommen unwirtschaftlich. Der Güterverkehr braucht die Oberleitung, aber auch der Personenverkehr und letztendlich der Klimaschutz würden davon profitieren. Deswegen Strecken ausbauen, Strecken elektrifizieren, viele, viele weitere Maßnahmen, damit mehr Güter auf die Schiene kommen. Da wird immer so viel an Sonntagsreden gehalten und viel zu wenig dafür getan. Wir haben die Maßnahmen, wir wissen, was zu tun ist und wir würden das gerne nach der Bundestagswahl umsetzen, damit die schier endlosen Kolonnen von Lkw auf den Autobahnen nicht noch länger werden. Dankeschön. Ich möchte vielleicht einen Aspekt in das Thema Logistik noch einbringen, der von unserem Landesverkehrsminister gerne auch eingebracht wird. Und das ist die Frage, wir reden ja hier über Kapazitäten auf der Schiene. Und was Winne Herrmann schon immer ganz gerne auch betont ist, wir werden vermutlich nicht in absehbarer Zeit so viel Infrastruktur bei der Bahn haben, dass wir den Güterverkehr vollständig auf die Schiene werden verlagern können. In der Nähe von Karlsruhe ein ganz spannendes Projekt, wo Oberleitungen für Lkw an Autobahnen getestet werden. Und was er eben argumentiert, ich glaube, es sind 80% der Güter, die auf nur rund 4000 Kilometern Autobahnen befördert werden. Das heißt schon, man kann schon darüber nachdenken, ob es nicht auch eine Option sein kann, zu sagen, man elektrifiziert in großen Achsen auf den Autobahnen einfach die rechte Spur. Das ist natürlich im Hinblick auf die verkehrliche Situation keine Änderung der Verhältnisse, aber in Hinblick auf die Emissionen kann man dadurch natürlich schon auch einiges in den Griff kriegen. Wie gesagt, da läuft ein Pilotprojekt, an dem auch Baden-Württemberg beteiligt ist. Zwei weitere Projekte, die im Rest des Bundes laufen. Das heißt also, da gibt es durchaus auch Überlegungen, wie man Emissionen in der Logistik auch im Lkw-Verkehr mittelfristig in den Griff kriegen kann. Ich gucke mal kurz, also es gibt jetzt eine Frage, die geht ein bisschen über die Remsbahn hinaus vom Dominik Föhl. Da weiß ich nicht, inwiefern du, Matthias, was dazu sagen möchtest, sonst kann ich auch noch mal was insbesondere auch zum Thema Remshallen sagen. Ich lese das mal vor. Er sagt, vielleicht nicht ganz passend für diese Runde hier, aber meiner Meinung nach genauso wichtig, die Anbindung der Peripherie an die Bahnstationen. Hier in Remshalden fährt der Bus zum Beispiel nur im Stundentakt. Das macht es für alle, die nicht direkt an den Stationen wohnen, natürlich unattraktiv. Da würde ich einfach Matthias fragen, willst du da einfach direkt nochmal was zu sagen? Oder? Oh, ich bin noch freigeschaltet, sehe ich gerade. Also da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Da müsste eher jemand von euch was dazu sagen können. Ich möchte nur ganz allgemein sagen, dass es natürlich ganz, ganz stark immer generell und überall auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Bahn und Bus ankommt. Die Leute müssen ja zur Bahnstation kommen können und nicht alle können hinlaufen oder mit dem Fahrrad hinfahren. Also das heißt, das muss beides immer sehr gut aufeinander abgestimmt sein, damit es funktionieren kann. Die Bahn ist zwingend darauf angewiesen, dass die Menschen an die Bahnstation kommen und von dort wieder wegkommen und auch mit der Garantie, dass der Bus entsprechend wartet, wenn sich der Zug geringfügig verspätet. Also Rücklichter möchten wir ja alle als Fahrgäste nicht sehen. Dann würde ich das noch ergänzen. Also zum einen
ist es so, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass wir in Baden-Württemberg eine Mobilitätsgarantie schaffen wollen. Der Zeitraum liegt schon mit, das ist auch gerade ein ganz heißes Eisen zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden. Wir wollen jetzt in dieser Legislaturperiode, dass im ländlichen Raum in den Hauptverkehrszeiten ein Halbstundentakt gilt, auch eben in den Bereichen hinter der Stunde, in dem Ballungsraum sogar ein Viertelstundentakt. Perspektivisch möchten wir das auf den ganzen Raum auch ausweiten. Ein wesentliches Mittel dafür werden Bedarfsverkehre sein. Das kennt man seit vielen, vielen Jahren als Anrufsammeltaxen, AST. Die sind aber häufig sehr unflexibel. Also hier im VVS, wenn ich mich nicht täusche, braucht man hier eine Stunde Vorlaufzeit, um einen Anrufsammeltaxi zu bestellen. Das ist hochgradig unattraktiv. Das heißt, wir brauchen wesentlich kürzere Vorlaufzeiten. Wir brauchen ein besseres Angebot und das kostet Geld. Wir haben auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir hier in Baden-Württemberg den Kommunen die Einführung von Mobilitätspässen ermöglichen wollen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Mobilitätspässe sind im Prinzip solidarische Finanzierungen, bei denen zum Beispiel AutofahrerInnen den ÖPNV querfinanzieren. Letztlich müssen das die Kommunen machen, die jetzt aber auf dem Standpunkt stehen, wenn das Land das möchte, soll es das auch zahlen. Und die Tatsache, dass wir ihnen ein Mittel an die Hand geben, dabei völlig ignorieren. Ich bin gespannt, wie diese Diskussion ausgehen wird. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass wir das brauchen werden und dass die Bedarfsverkehre an der Stelle auch das richtige Mittel sind, gerade im ländlichen Raum, aber eben attraktive Bedarfsverkehre, wo ich leicht über eine App mit wenig Vorlauf in der Lage bin, mir den Bus hinzubestellen. Gleich ein Wort noch zum Thema Remshalden. Wir haben im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans vom Landkreis im Frühjahr diesen Jahres von Seiten der ALI-Fraktion, also der Grünen-Fraktion hier im Gemeinderat, ein Konzept für einen besseren Ortsbus eingebracht, der den Takt auf einen Halbstundentakt verbessern würde. Das ist ein Konzept von einem Weinstädter, Verkehrsexperten kann man sagen, dem Steffen Lenz, der das für uns ausgearbeitet hat. Ganz toll, das hat ganz viel Mehrheit auch im Gemeinderat bekommen und ich bin sehr gespannt, ob der Landkreis, der hier in Remshalden übrigens nicht das Grundangebot anbietet, was er eigentlich anbieten müsste, sondern weniger, hier nachsteuern wird, spätestens mit dem nächsten Fahrplanwechsel. Das heißt also, wir sind hier da speziell in Remshalden ganz aktiv und versuchen, dass wir hier eine bessere Anbindung auch schon vor dieser Mobilitätsgarantie kriegen werden. Okay, wir haben nochmal zum Thema Logistik. Ich denke, dazu ist aber genug gesagt worden. Wir haben auch noch mal eine Frage zum Thema weitere Tunnel, Nordzulauf, Gäubern-Tunnel. Matthias hat aber jetzt auch dazu schon relativ viel gesagt. Also die Frage ist im Grunde, warum macht ihr das, wenn ihr doch 16 Gleise oben liegen habt? Matthias, aus meiner Sicht hast du die Frage im Grunde beantwortet. Möchtest du trotzdem noch einen Satz dazu sagen oder mehr? Okay. Also ich kann da natürlich noch mal was dazu sagen, aber an sich ist die Frage beantwortet. Die 16 Gleise oberirdisch werden aufgegeben. Die sind verkauft, die sind überplant und ich sehe keinerlei Anlass anzunehmen, dass die nicht tatsächlich dann entwidmet werden und zur Überbauung freigegeben werden. Also wir können nicht davon ausgehen, dass die 16 Gleise bleiben. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass ein Teil der Gleise bleibt. Es ist einfach so, man muss einfach mal das akzeptieren, dass eine Mehrheit dieses Projekt unbedingt möchte, da mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Und wir als Grüne können, ich sag mal, als Kenner dieses Projektes nicht sehenden Auges in einen Engpass reinlaufen. Da stehen wir in der Verantwortung als Grüne, aber auch als Regierungspartei, unser Wissen um dieses Projekt umzusetzen in Verbesserungen, auch wenn das Projekt natürlich am Ende trotzdem kein gutes Projekt werden wird. Aber es muss halt irgendwie funktionieren. Wir brauchen in Stuttgart einen funktionierenden Bahnknoten. Und wer, wenn nicht wir, die dieses Projekt aus der Gegnerschaft so gut kennen wie kaum andere, soll das machen? Also das ist jetzt sozusagen unser Auftrag, das umzusetzen und das werden wir tun. Und natürlich ist es schade, dass es so teuer ist. Schade, dass man so viel Geld investieren muss. Schade, dass man so viel Beton verbauen muss. Aber ich verweise darauf, wenn wir die Verkehrswende realisieren wollen, dann müssen wir eben eine leistungsfähige Infrastruktur haben. Nur mit einer leistungsfähigen Infrastruktur wird es gelingen, Verkehre auf die Schiene zu verlagern. Und
das, was man da an Beton verbaut, Beton ist ja bekanntlich eine hohe Umwelt- und Klimabelastung, dann wird man auch wieder das hereinholen durch die Mehrverkehre, die man gewinnt und die man von der Straße abzieht. Also es gibt jetzt nicht speziell zu Stuttgart 21, sondern insgesamt eine Umweltstudie vom Öko-Institut, die besagt, dass der Bau von Eisenbahntunneln, wenn es zu einer entsprechenden Verlagerung von Straßenverkehren auf die Schiene führt, einen positiven Umwelteffekt hat. Und davon gehen wir auch bei Stuttgart 21 mit den Ergänzungsbauten aus. Soll ich noch zu der Frage was sagen mit der Post und dem Güterverkehr? Wenn du da noch was ergänzen kannst. Ja, das kann ich. Das kann ich sogar sehr konkret machen, weil ich das nämlich hier gerade vor mir liegen habe. Ich fange mal so an. Das Paketaufkommen ist bei der Deutschen Post innerhalb von 10 Jahren um mehr als das Doppelte gestiegen. Also das verwundert wahrscheinlich niemanden angesichts der Tatsache, wie Dinge bestellt werden, häufig dann auch wieder zurückgeschickt werden. Wir haben aber leider die Situation, dass derzeit nicht eine einzige Betriebsstelle der Deutschen Post AG über einen Gleisanschluss verfügt. Nicht eine einzige. Das sind, ich weiß nicht genau, 40, 50 Betriebsstellen in Deutschland. Keine einzige hat einen Gleisanschluss. Und Deutsche Bahn hätte auch nur bei 2 ihrer Betriebsstellen die Möglichkeit, relativ einfach ein Gleis zu legen. Also sprich, 2 Betriebsstellen befinden sich unweit von Bahngleisen, sodass dann auch ein entsprechendes Gleis aufs Betriebsgelände gelegt werden könnte. Es ist aber noch kein Antrag gestellt worden von der Deutschen Post AG, dass das entsprechend vom Bund gefördert wird. Es gibt vom Bund ein Gleisanschlussförderprogramm, aber von der Post AG keinerlei Antrag, dies zu tun. Was wir aber wissen ist, dass die Deutsche Post anstrebt, den Verkehrsanteil von nur noch 2%, nur noch 2% aller Postsendungen gehen über die Schiene. Diese 2% sollen auf 20% erhöht worden werden. Und dafür hat die Deutsche Post AG mit DB Cargo, also der Gütersparte der Deutschen Bahn, einen Vertrag abgeschlossen. Der genaue Inhalt dieses Vertrags ist uns nicht bekannt. Aber wir drängen da auf jeden Fall drauf, dass die Deutsche Post AG, die ja in Teilen ein Staatsunternehmen ist, deutlich mehr macht, um wieder zurückzukehren zur Schiene. Das war ja früher mal untrennbar miteinander verbunden. Bahn und Post haben zusammengehört und mit nur noch 2% ist es natürlich eine ganz, ganz traurige Entwicklung. Das Potenzial ist aber da. Die Bahn muss allerdings dafür schneller und zuverlässiger werden. Die Leute erwarten ja, dass ihre Sendungen innerhalb von 24 Stunden ankommen. Aber wir fordern das, wir unterstützen das und wir bleiben da auf jeden Fall dran als Grüne. Okay, dann haben wir noch einen Hinweis von Manfred Wittlinger, der sagt, entlang der Remsbahn bestehen definitiv Freihalteräume für ein drittes Gleis, zumindest auf der Gemarkung Weinstadt. Das kennt er von Gewerbebauvorhaben in Bahnnähe. Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt noch mal eine Meldung von Ebbeck, würde aber darum bitten, tatsächlich zu den Fragen der Veranstaltung zu fragen und nicht zu Stuttgart 21, denn wir haben keine Veranstaltung zu Stuttgart 21 heute. Insofern, Ebbeck, bitteschön, Sie haben das Wort. Ja, also ich möchte Matthias bloß sagen, ich sage noch geschwind was zu Stuttgart 21, weil ich habe den ganzen Befürworter abboten, dass ich mein Eigenheim verwette. Erstens mal, dass es 2025 nicht fertig wird und dass auch die angestrebte Verbesserung der Verkehrsleistung nicht eintreten wird. Also die Wette bitte ich dem Matthias dann auch. Aber zu den anderen Sachen. Also die Deutsche Bahn, es ist ja das Problem, ich bin öfters im Verkehrsausschuss vom Verband Region Stuttgart, sitze dahinter drin und höre ich zu. Und da muss ja die Deutsche Bahn jährlich einen Bericht abgeben. Ja, und da ist ja regelmäßig so, dass sie die Pünktlichkeitszahlen nicht einhalten und so weiter, ihre anderen Versprechungen auch nicht. Und dann ist regelmäßig so, dass dann auch die Grünen zum Beispiel sagen, du, das darf man aber nicht. Ja, und dann passiert nichts. Und das ist ja das Grundsatzproblem, dass wir die Deutsche Bahn in keiner Form zwingen können, irgendwas zu machen, was zur Mobilitätswende beiträgt. Und das wäre ja die Frage jetzt auch an dich, Matthias. Auf Bundesebene siehst du irgendeine Chance,
das zu ändern in naher Zukunft, ja, dass man auch die Bahn wieder wegführt von dieser Struktur der Aktiengesellschaft und dass man dann tatsächlich hier Einfluss nehmen kann im Sinne der Mobilitätswende. Und zurzeit ist es ja so, dass im Grunde genommen nur die Autoindustrie sozusagen die Richtlinie bestimmt von dieser Geschichte. Und was ja auch noch ein großes Problem ist, ist, dass diese Bahn zersplittert ist in verschiedene Gesellschaften. Nicht? Und das, was ich ja vorher schon erwähnt habe, Rommelshausen wird jetzt barrierefrei ausgebaut. Ja? Aber niemand denkt an das dritte Gleis, weil das eine andere Abteilung ist von der Deutschen Bahn. Genauso das Gleiche ist passiert. Jetzt entsteht der Bahnsteig. Da hat man den Aufzug für Millionen gebaut. Ein neuer Aufzug, war ja seitdem noch keiner da. Ja? Und niemand hat an dieses dritte Gleis denkt. Und da kommen wir dann nochmal zu einem weiteren Punkt, Barrierefreiheit. Wir haben ja zahlreiche Bahnhöfe noch auf der Remsschiene, nicht? Auch zum Beispiel Winterbach-Weiler und so weiter, Geradstädter, wo man dieses Problem, wie in Rommelshausen-Städter-Beuste, diese 30 Zentimeter Abstand zum Einstieg, also 30 Zentimeter Höhe, 30 Zentimeter Spalt, schon mit zahlreichen Unfällen in den letzten Jahren. Ja, und da tut sich ja auch nichts. Also wie können wir da die Deutsche Bahn zwingen, dass tatsächlich was passiert? Okay, danke schön. Ich würde jetzt auch nochmal sammeln. Ich würde danach dann gerne die letzte Runde machen, weil wir gesagt hatten, bis um 20.30 Uhr. Das heißt also, wer jetzt noch eine Frage hat, der gerne jetzt in den Chat reinschreiben oder sich melden. Wir haben nochmal zwei Fragen zu dem Punkt, den ich eingebracht hatte mit dem Thema Lkw und Güter. Einmal den Hinweis, dass das für die Langstrecke eher auf der Bahn gesehen wird, auf der Kurzstrecke und im Verteilerverkehr dann eher im Bereich Lkw. Und der Hinweis darauf, dass andere Länder ja massiv in die Schiene investiert haben und warum es dann oder inwiefern es dann Sinn macht, hier in Deutschland als zentralem Land in Europa Autobahnen zu elektrifizieren. Aus meiner Sicht, ich wollte nicht sagen, wir lösen den Infrastrukturausbau ab durch eine Elektrifizierung der Autobahnen. Es ist nur eine Lösung, die möglicherweise an der einen oder anderen Stelle schneller gehen kann, weil einfach die Trassen bereits trassiert sind. Ich habe ansonsten keine Frage mehr da. Matthias, dann möchtest du nochmal. Okay, also es sind relativ viele Fragen. Ich versuche das möglichst kurz zu machen. Die Frage zum einen hat gelautet, kann man die Deutsche Bahn zwingen, das zu tun, was man gerne hätte? Ich sag mal so, wir wollen zunächst mal, dass die Deutsche Bahn als 100% bundeseigenes Unternehmen sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentriert. Das ist die Eisenbahn in Deutschland, gerne auch im benachbarten Ausland. Dazu braucht es aber keinen Schenker, weil Schenker keine Bahn macht, sondern Straßenverkehr und Schiffsverkehr und Luftfracht macht. Da kann man zwar zusammenarbeiten, aber es gibt keinen Grund, warum der deutsche Staat eine Lkw-Spedition unterhalten soll. Und übrigens leidet auch Schenker letztlich darunter, dass es nicht anständig geführt wird über die Deutsche Bahn. Also man verfranst sich hier im Management und es ist die Aufgabe der Politik, die Deutsche Bahn wieder auf ihr Kerngeschäft zu führen. Und ich würde mir manchmal auch eine stärkere Rolle des Aufsichtsrats wünschen. Wir sind ja als Opposition darin nicht vertreten. Außerdem wollen wir auch die Infrastruktur herauslösen aus dem Deutsche Bahn-Konzern in eine bundeseigene Gesellschaft ohne den heutigen Gewinnerzielungsdruck. Denn es ist schon absurd, dass man, weil eben die Infrastruktur als Aktiengesellschaft, so wie die gesamte Deutsche Bahn organisiert ist, auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, und mit Infrastruktur Gewinne zu erwirtschaften, um dann danach auf der Infrastruktur wieder gemeinwohlorientierte Regionalverkehre zu organisieren. Das passt nicht zusammen, das ist ein Widerspruch in sich. Deswegen Überführung der Infrastruktur in eine bundeseigene, nicht gewinnorientierte Infrastrukturgesellschaft überführen. Dann die Frage Barrierefreiheit und Bahnhöfe. Da könnte ich jetzt auch sehr viel dazu sagen, vielleicht mal nur zwei oder drei kurze Inputs und Hinweise. Das Tempo, mit dem Bahnhöfe saniert werden oder auch barrierefrei umgebaut werden,
muss deutlich erhöht werden. Das sind etwa 100 Stationen im Jahr, die umgebaut und barrierefrei werden. Das ist zu wenig, da gibt es noch zu viel zu tun. Barrierefreiheit gilt es auch umfassend zu denken. Das sind nicht ausschließlich diejenigen, die im Rollstuhl sitzen. Da gehören auch Menschen dazu, die sehbehindert sind. Also das heißt, wir brauchen Stufenfreiheit, wir brauchen Hindernisfreiheit, wir brauchen aber auch Informations- und Hilfssysteme für Menschen mit Sehbehinderung, damit sie sich in den Bahnhöfen entsprechend orientieren können. Das erfordert letztlich mehr Geld vom Bund für die Stationen. Und was auch geklärt werden muss, ist die Frage, ob tatsächlich die Kommunen sich immer finanziell daran beteiligen müssen, obwohl sie dafür formal gar nicht zuständig sind. Dann die Frage LKW versus Bahn und die Frage Kurz- und Langstrecken. Ja, dem ist zuzustimmen, wenn da jetzt in der Kommentarfunktion steht, dass für LKW, dass für Güter auf langen Strecken die Bahn und auf Kurzstrecken auch der LKW gesehen wird, und zwar der elektrische LKW. Das nennt man dann kombinierter Verkehr. Das heißt, der Hauptlauf, also der längste Teil der Gesamtstrecke des Güterverkehrs, läuft auf der Schiene. Die erste Meile und die letzte Meile läuft per LKW. Das ist dann der kombinierte Verkehr. Wir wollen investieren in mehr Terminals, auf denen oder in denen dann vom LKW auf die Schiene verladen werden kann. Wir haben heute das Problem, dass man manchmal erst 200 oder sogar 300 Kilometer mit dem LKW fahren muss, um die Güter auf die Schiene verladen zu können. Das ist natürlich vollkommen absurd. Und das führt eben dazu, dass dann häufig gleich die gesamte Strecke mit dem LKW zurückgelegt wird. Also wir brauchen da leistungsfähigere und zusätzliche Terminals, damit mehr Güter auf die Schiene gehen und die Transportstreckenanteile des LKWs reduziert werden. Wir brauchen aber natürlich auch beim LKW andere Antriebstechnologien. Ich wehre mich auch nicht generell gegen die Oberleitung an der Autobahn. Die ist zwar sehr unpopulär, man muss aber einfach mal sehen, dass der LKW einen Marktanteil oder einen Verkehrsanteil von 74% hat. 74% gemessen in Tonnenkilometer geht per LKW. Selbst dann, wenn es uns gelingt, den Anteil der Schiene hier deutlich zu erhöhen, hat immer noch der LKW die Nase vorne, und wir müssen den LKW auch klimafreundlicher kriegen. Das kann funktionieren mit batterieelektrischen Antrieben, aber das wird eher auf kürzere Strecken sein oder auf sehr kurze Strecken sein. Es wird aber immer noch Strecken geben und Verbindungen geben, auf denen das nicht möglich ist. Ich verweise darauf, dass selbst Fridays for Future im eigenen Verkehrskonzept Oberleitungen auf Autobahnen vorsieht. Also das ist keineswegs so einfach generell abzulehnen. Allerdings sehe ich leider bisher noch keinerlei Konzept, wie das konkret umgesetzt werden soll. Ich glaube nicht, dass wir weitere Versuchsstrecken brauchen, solange nicht klar ist, wie man das Ganze überhaupt organisieren möchte, welche LKW sollen das machen und auf welchen Strecken bietet sich das an. Das sind Fragen, die zunächst mal geklärt werden müssten. Ich glaube, dass das in der Runde gerade die Fragen gewesen sind. Ja, mir fällt auch keiner ein. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und damit würde ich dann jetzt auch abschließen, nämlich von der Iris Förster, ob es auch Überlegungen für zusätzliche Güterbahnhöfe auf dem Remstalgleis gibt. In Waibling, Endersbach und Grunbach gab es früher Güterbahnhöfe. Und übrigens finde ich ganz spannend, wir hatten vor 4 Wochen einen Besuch bei Arnold Glas hier in Remshalden, die früher angebunden waren und letztlich sich abkoppeln mussten vom Gleis, weil die Firma Klingele sich abgekoppelt hat und die DB dann gesagt hat, das Gleis ist nicht mehr rentabel. Und das ist der Grund, warum Arnold Glas damals auch vom Gleis abgekoppelt wurde. Die wären gerne weiterhin angebunden geblieben. Also die Frage an dich, Matthias. Also ich, liebe Iris, mir ist nicht bekannt, dass es an eurer Bahnstrecke entlang der Remsbahn Güterbahnhöfe in Planung gibt. Das ist ziemlich sicher nicht der Fall, jedenfalls kein Terminal. Das ist auch keine riesige Anzahl zusätzlicher Terminals, die man braucht. Es ist zum Beispiel eines gerade in Planung in Horb, also im Schwarzwald. Das eine oder andere sollte noch dazukommen. Das wäre jetzt auf die Rems, auf das Remstal eher
Wahrscheinlich in puncto Gütergleis ein Thema, aber sicherlich jetzt nicht unbedingt komplette Güterbahnhöfe. Da sehe ich jetzt hier nicht die große Notwendigkeit, aber Gleisanschlüsse in Industriegebieten, Gleisanschlüsse an großen Industriebetrieben, das ist, glaube ich, das, was auch Sinn machen würde entlang der Remsbahn, sodass erst gar nicht auf den LKW gesetzt werden muss. Gut, dann danke ich herzlich, Matthias, für deinen Vortrag und vor allem auch jetzt für das Beantworten der vielen Fragen. Jetzt lese ich einen Hinweis, ist es, glaube ich, eher noch kurz vor, der noch im Chat kam, nämlich was Terminals angeht, sind wir über Kornwestheim und Stuttgart Hafen schon gut versorgt. So ein Hub braucht auch viel Fläche, weil die Züge eben oft hunderte Meter lang sind. Genau, das kann ich nur bestätigen. Also der Kommentar ist absolut zutreffend. Kornwestheim ist ein sehr großes Terminal. Hier wird umgeschlagen und wenn eben das ein oder andere zusätzliche Gütergleis entstehen kann, dann können einzelne Güterzüge nach Kornwestheim gebracht werden und dann dort zu Ganzzügen gekuppelt werden. Das ist sicherlich eine ausreichende Infrastruktur und die sind ja auch dabei, sich zu erweitern bzw. immer wieder zu modernisieren. Okay. Ich bedanke mich herzlich auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, Applaus, genau. Ich fand es wirklich spannend. Ich glaube, es ist deutlich geworden, warum wir einen Regierungswechsel auch für die Stärkung der Bahn und insbesondere auch für das Remstal brauchen. Wir sind, glaube ich, einen Schritt weiter. Den werden wir aber erst so richtig machen können, wenn dann auch tatsächlich das ja, fast schon traditionell CSU besetzte Verkehrsministerium in Berlin endlich in grüne Hand kommt. Und ich kann nur sagen, Baden-Württemberg zeigt, wie viel drin ist, wenn ein Verkehrsministerium grün geführt ist, weil dann einfach Entscheidungen endlich fallen, die Prozesse beschleunigen. Und ja, insofern wünsche ich dir, Matthias, aber natürlich auch unserer lieben Anne Kovac, die jetzt heute leider nicht teilnehmen konnte und der ich aus dieser Runde herzliche Grüße schicken möchte und gute Besserung für dein Kind. Euch beiden wünsche ich noch einen guten Wahlkampf, viel Erfolg und ich habe vorhin, während die Veranstaltung lief, von der Stuttgarter Zeitung eine Push-Nachricht bekommen. Annalena Baerbock hat keineswegs die Kanzlerschaft für sich beerdigt. Die Umfragewerte im Moment mögen das nicht nahelegen, aber wir haben noch 3 Wochen vor uns und ich glaube, wir sollten alles dafür tun, damit wir nicht nur im Verkehrsministerium in Berlin, sondern auch im Kanzleramt in Zukunft eine Grüne sitzen haben. Herzlichen Dank an Sie alle, an dich, Matthias, an Iris für die Technik und auch an Klaus Dieter, der jetzt hier gar nicht in Erscheinung getreten ist, der aber im Hintergrund ganz viel mit vorbereitet hat, die ganze Pressearbeit gemacht hat. Herzlichen Dank und wir freuen uns. Schauen Sie auf anne-kovac.de vorbei. Schauen Sie, wo Sie die Möglichkeit haben, mit Anne nochmal in Kontakt zu treten. Abonnieren Sie die Newsletter der OVs hier im Remstal. Und bleiben Sie uns gewogen. Einen schönen Abend wünsche ich. Tschüss. Schönen Abend allen zusammen. Tschüss. Tschüss. Und danke, Andreas, für die Moderation. Tschüss.